So Leute, weiter geht es mit der Alpha von der Supernova. Wir machen heute das zweite Tutorial mit der Army. Mal schauen, was uns da erwartet. So, damit wird uns gezeigt, wie man eine starke Armee baut, die stark genug ist, gegen den Gegner zu kämpfen. Ja, damit produziere ich, oder was? Und jede kostet 3. Ah, hier Schildeinheiten, Schild. Okay, wenn ich 30 Schild habe, kann ich 10 Einheiten bauen. Okay. Jetzt habe ich aber nur zwei gebaut und wahrscheinlich wollte der, dass ich mehr baue. Kann nur Bodenziele angreifen. Ich kann natürlich auch Luftziele machen, auf dem Boden wohl genug Schaden. Aber gegen Hubschrauber mit Maschinengewehre kommt er nicht an. Was soll ich öffnen? Ach, da oben. Aha. Also wir davon welche bauen. Okay, bauen wir 3 Stück davon. Die kosten auch 3 Schild das Stück. So, schließen. Er baut die regelmäßig. Und Luftabwehreinheiten. Okay, die schießen ja auch mit Flugzeugen mit ab.
Nehmen wir eine Bodenkanone drauf und so ein Dreier-Raketenteil. Okay. Da sieht man, Weapon Light, Armor Medium. Also der wird von Zeit zu Zeit wieder stärker, so wie sich das anhört. Bekommt mehr Verteidigung, weil man jetzt selber auch stärker wird. Und der macht echt super krassen Damage. Cool ist das mit dem Laser, dass man sieht, was der anvisiert. Und da hinten rollen noch die Brocken meines Panzers. Time to introduce them to our rifle. Das sind neutrale Gegnereinheiten, die irgendwo auf der Map sind. Damit kann der Commander Erfahrungspunkte sammeln. Alle paar Minuten an derselben Stelle tauchen die auf. Also dann nehme ich dann meinen dicken Knaller, hau den da mal rein. Ist sowieso die beste Kanone. So. Also in 4 Minuten, ja, in 4 Minuten taucht hier dann der nächste auf. Wie lange braucht das hier? 260 Sekunden. Wäre natürlich cool, wenn ich das jetzt hier reinhaue. So, jetzt kann ich wieder mehr bauen. Ah, jetzt bin ich wieder im Visier des Towers. So, nun kann man sich entscheiden, in was die sich verbessern. Upgraden wir erstmal das hier. Da kommt eine Atombombe.
So, und da war der Boss. Der wieder weggerannt ist. Und ich habe keine Heilung. Elite-Training. Achso, wenn die abgegradet sind. Auto-Army on. Ja, komm mal. Primäre Attribute. Was ist das? Achso. Das erzählt uns, was für eine Spezifikation die einzelnen Einheiten haben. Looks like they're dying to meet me. Ja, jetzt gehen wir zurück und machen nach vorne die Viecher nochmal, damit wir noch ein paar XP bekommen. Irgendwo konnte man doch hier einfach auswählen, hier. Kann ich ihn nicht upgraden? Aber das ist die unterschiedliche Einheitenseite. Die einen sind so und die anderen sind die anderen halt, ne? Weil das ist ja hier schon nämlich Counter Units. Das sind ja die konternden Einheiten. Then I get to shoot stuff, right? Nur ich habe gedacht, ich könnte den irgendwo aufrüsten, verbessern oder so. My trigger finger itches. I can do this with my eyes closed. In fact, I think I will. Going, going, and they'll soon be gone. So, helfen wir denen hier mal. Like my suit? I'm dressed to kill. Oh, scheiße. Ja, das ist natürlich doof, ne? Das sieht man jetzt auch nicht. Hier unten ist ein Tower gewesen. Gehen wir mal weiter. Gibt's ja auch eine Map? Ach, da unten. Ach, was ist das da oben? Was sind das hier für Punkte? Das sind die Gegnerarmeen oder was? Kann man da holen? Da. Na, und hier ist ein neues Cargo-Deck. So, nun stehen bleiben. Was sagt er? Eine neue Mastery. Critical Chance, Critical Damage, normaler Schaden, Rüstung durchbrechen, bessere Rüstung, Attack Speed. Time to introduce them to our rifle. Du, das Ding haben wir jetzt hier eingenommen, oder was? Aber trotzdem kann ich das nicht. Base-Plattform required. Achso, man muss dann auf der Basis stehen oder sowas. Okay.
Got it. This is slowing down. Got him now. Now you'll see some good. Opening fire. You sure? I can shoot him from here. Probieren wir das direkt nochmal. Looks like they're dying to meet me. I could do this with my eyes closed. In fact, I think I will. Na, jetzt geht das. Dann sieht das Ganze auch noch anders aus. Critical Burst. Plus Schaden und... Ja, nehmen wir das hier. Come on. I love my job. Going, going and they'll see. Attack. Die werden natürlich auch stärker. My trigger finger itches. There better be targets this way. Looks like they're dying to meet me. Was war das? Achso, die haben uns da Dinge da schon eingenommen. Verstehe ich nicht. Wir haben ja den Boss gar nicht platt gemacht. Ich denke direkt die Basis. Ja, das war's dann auch schon mit dem zweiten Tutorial. Ich sag mal danke, bis zum nächsten Mal.